Hallo, mein Name ist Michael Leitner. Ich bin heute zu Gast beim Daniel Trapitsch vom Netzwerk Impfentscheid. Hallo Daniel. Hallo Michael. Wir wollen heute über das Impfen an sich sprechen. Aktueller Aufhänger ist allerdings die in der Schweiz geplante Impfpflicht. Daniel, kannst du uns kurz erzählen, was hier auf die Schweizer zukommen wird? Ein Impfobligatorium. Wenn ich da ein bisschen aushole noch, es gibt jetzt dann, wenn es geplant und durchkommt, also geplant ist es, aber wenn es durchkommt, dann gibt es eine gesetzliche Grundlage, um Impfungen in der Schweiz für gewisse Bevölkerungsgruppen, gefährdete Menschen oder Menschen, die in gewissen Berufen arbeiten, für obligatorisch zu erklären. Das heißt, dass es gibt eigentlich die obligatorische Impfung. Für uns ist das ein Impfzwang, weil nehmen wir mal das Gesundheitspersonal, da lässt sich ja nur 22% impfen. Die Leute im Gesundheitswesen wissen vermutlich, warum 80% von denen sich nicht impfen lässt, oder? Die sitzen an der Quelle. Das heißt, die kriegen wahrscheinlich mit, wie viel große und wie viel kleine Impfschäden es auch gibt, oder? Ja, nur schon die Sinnlosigkeit der Grippeimpfung. Ich meine, die sehen selbst, dass die geimpft sind, wesentlich kranker sind als die ungeimpft sind in der Grippe. Also da wird immer wieder gesagt, dass eine ganze Abteilung sich durchimpfen ließ, aber die nicht impfen ließen, die waren nicht krank, die anderen schon. Ich meine, die können auch eins und eins zusammenzählen. Tja, wer bei der Schweinegrippe noch nicht kapiert hat, dass es bei Impfen nicht um Gesundheit, sondern allein ums Geschäft geht, dem kann man wahrscheinlich auch nicht mehr helfen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch eine Impfung demnächst dagegen, dass man den Sinn von Impfung einsieht, auch wenn eigentlich alle Fakten dagegen sprechen. Sehr umstritten sind die Zusatzstoffe in Impfungen. Unter anderem betrifft dies Thiomersal, eine Quecksilbermischung, die heutzutage leider immer noch in Impfstoffen vorhanden ist. Und da möchte ich jetzt einen kleinen Ausschnitt vom Stuttgarter Impfsymposium zunächst einmal zeigen, wo Dr. Hartmann, der beim Paul-Ehrlich-Institut, dem deutschen Institut, das für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist, sich dazu äußert, welche Auswirkungen Quecksilber auf biologische Systeme, speziell auf das Gehirn hat. Was ich Ihnen jetzt zuerst zeigen will, ist ein Film, den ich gefunden habe bei den Recherchen zu diesem Vortrag. Und der Film ist so interessant, dass ich ihn mitgebracht habe, weil ich denke, das ist auch das erste Mal gewesen, dass solche Forschung wirklich visualisiert wurde, dass aufgearbeitet wurde, dass man sehen kann, was passiert, wenn bestimmte Substanzen, in dem Falle Quecksilber, auf ein empfindliches Organ wie das Gehirn trifft. So, und jetzt, der Text ist original auf Englisch, aber ich werde das für Sie kommentieren, weil ansonsten kriegt man nicht allzu viel davon mit. Das ist eine Arbeit, die aus dem Jahr 2001 stammt, auch publiziert wurde in einem sehr renommierten wissenschaftlichen Journal, das zeige ich Ihnen nachher, von einer Arbeitsgruppe von der Universität von Calgary in Kanada, eine unabhängige Forschergruppe, die weder Geld bezog von Impfstoffherstellern noch von Behörden, sondern universitäre Forschung selbst finanziert. Sie kennen das Gehirn als lernende plastische Struktur, die sich ständig quasi neu organisiert. Input über unsere Sinnesleitungen wird verarbeitet im Gehirn durch eine ständige Neuverdrahtung und Neuverschaltung zwischen Nervenzellen. Und Sie sehen hier, wie diese Neurone hier dann auswachsen, aussprossen durch die Stimulation der Nervenzellen hin zu anderen Nervenzellen. Und wie diese Neurone sich dann in Form von Synapsen mit anderen Nervenzellen verschalten und neuronale Netzwerke bilden. Und Sie sehen hier in einem, ja, unter dem Elektronenmikroskop im Zeitraffer angedeutet, wie Verbindungswege sich bahnen im Gehirn und was passiert, wenn Sie Quecksilber in Dosen, die noch weit unter dem liegen, was in Impfstoffen enthalten ist, in diesen Versuch einbringen. Und Sie sehen eben in diesem Bild, wie das Einbringen des Quecksilbers diese aussprossende Neuronenbahn kappt. Und Sie sehen jetzt hier auch noch weiterhin die Quecksilberatome, die ja auch aus dem Konservierungsmittel Thiomersal abgespalten werden, chemisch wird es zerlegt im Gehirn, wie die
dann eben diese auswachsenden Strukturen tatsächlich schädigen. Das kann man sich so bildlich vorstellen, Einbringen von Quecksilber auch in Form von Konservierungsmitteln in ein sich gerade entwickelndes Nervengewebe führt zu Schädigungen an diesen aussprossenden Neuronen. Vor Quecksilbergabe sah dieser Spross, der jetzt zu der anderen Nervenzelle hin wollte, so aus. Nach Quecksilbergabe Degeneration, das Ding ist kaputt, diese Verbindung wird sich nicht bilden können, wenn man hier eben mit Quecksilber, was ja gerade auch bei den Kindern, bei der noch nicht voll ausdifferenzierten Blut-Hirn-Schranke, es gibt keinen Schutzwall. Okay, Quecksilber, Thiomersal, hat also katastrophale Auswirkungen auf die Entwicklung des Gehirns, speziell bei Säuglingen. Kannst du uns mal so einen kleinen Überblick verschaffen, was Impfungen sonst noch alles Schreckliches anrichten? Ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Da hat meine Mutter gesagt, lass den Temperaturmessstab, also diesen bei uns Fiebermeter, Fieberthermometer, glaube ich, heißt das bei euch, lass den nicht fallen, weil da ist Quecksilber drin, das ist giftig. Und jetzt wird aber, oder gleich respektiv seit vielen Jahren, wird Quecksilber direkt unter die Haut gespritzt. Dann haben wir Aluminiumhydroxid, wir haben Formaldehyd, wir haben verschiedene tierische Eiweiße, Fremdeiweiße, wir haben sonstige Konservierungsstoffe. Die Anita Pettek hat ja das im Band 2 im Buch sehr deutlich geschrieben, über 130 Inhaltsstoffe, das ist ganz sicher gewachsen. Nehmen wir nur die Saponine, die Nanopartikel, die neu dazugekommen sind, Squalen und so weiter. Das sind alles Zusatzstoffe und vielen von denen gibt es sogenannte Sicherheitsdatenblätter. Und diese Sicherheitsdatenblätter sagen kurz zusammengefasst, Finger weg, das Zeug ist giftig. Jetzt kann man doch nicht einfach behaupten, ja, das ist nur in kleinen Mengen. Ich meine, wir kennen der eine, der geht um mit, weiß ich was, der raucht 10 oder 50 Jahre, stirbt gesund. Der andere hat nach 2 Jahren 2 Zigaretten am Tag schon irgendwelche Beschwerden. Es kann man nicht einfach alles unter den gleichen Hut mischen, sondern man muss das individuell anschauen. Es gibt auch viele, die reagieren gar nicht auf Impfungen. Andere, denen kann man schon fast mit der Nadel entgegenkommen und die haben schon Probleme. Weil die Inhaltsstoffe sind und bleiben giftig. Das sind sie einfach, egal in welcher Menge. Und deshalb sind auch die Nebenwirkungen von nichts, passiert nichts, da wird einer durchgeimpft, der hat nichts, der lebt einfach weiter bis zum Tod. Siehe Packungsbeilage. Es wundert einen ja nicht mehr, dass die Kinder heutzutage immer kränker werden, wenn man sich mal anschaut, wie sich die Anzahl der empfohlenen Impfungen in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Mitte der 70er Jahre gab es gerade mal eine Handvoll Impfungen. Dann hat man in Deutschland beim Robert-Koch-Institut ein Lobbybüro der Impfstoffhersteller eröffnet und heutzutage gehen wir im ersten Lebensjahr auf die 40 Impfungen zu. Wenn wir jetzt jede einzelne Komponente eines mehrfachen Impfstoffes als eine Impfung zählen, sind es mittlerweile 40. Da wundert man sich ja eigentlich, dass Kinder das überhaupt noch aushalten. Schauen wir uns mal die Geschichte des Impfens an. Erzähl uns doch etwas mal über den Vater des Impfens, Edward Jenner, der vor gut 200 Jahren Pockenimpfversuche gemacht hat, dabei seinen eigenen Sohn verstümmelt hat und heute so als Vater des Impfgedankens gilt. Ja, bezeichnend ist das seine letzten Worte quasi, wo er auf dem Totenbett eigentlich seine ganze Ansicht zum Impfen widerrufen hat und gesagt hat, habe ich da wirklich was Gutes gemacht? Also er war eigentlich kritisch zu seiner ganzen Arbeit, auch im Zusammenhang mit seinem Sohn. Und wenn man das auch anschaut, es ist ein einziger Versuch. Das heißt, dieser Kuhjunge wurde von Jenner geimpft und dann 2 Wochen später infiziert. Und dieser einzige Versuch hat das Ganze mit den Impfen eigentlich losgetreten. Weil er hat das den anderen gesagt und die haben gesagt, hey super, das müssen wir gleich weitermachen und so weiter. Und das ist eigentlich die Lawine. Es ist eigentlich immer so, ein kleiner Schneeball kann eine ganze Lawine auslösen. Das war beim Impfen auch schon. Also es war nichts erprobt, nichts getestet, es war einfach ein zufälliger Versuch, sage ich jetzt mal so. Weil der Kuhjunge kann ja schon immun gewesen sein gegen Pocken. Durchaus, weil der war ja Kuhjunge, also ein Cowboy, war im Prinzip ja immer in Berührung mit den Kühen. Und das war im Prinzip das Losgetretene.
Wenn Edward Jenner der Vater des Impfgedankens ist, dann ist Louis Pasteur seine Mutter, weil Pasteur so ein bisschen den Nährboden für die Art und Weise, wie wir Mikroben betrachtet haben, gelegt hat. Damals waren gerade die Mikroskope ziemlich stark verbessert worden. Alle medizinischen Wissenschaftler gucken durch die Mikroskope hindurch und überall dort, wo man in einem Kranken Mikroben fand, waren diese Mikroben automatisch immer gleich die Ursache für das Krankheitsgeschehen. Dabei haben wir viel mehr Mikroben in unserem Körper, glaube ich, als Körperzellen. Kannst du uns mal irgendwie schildern, welche Rolle Mikroben in unserem Körper eigentlich spielen und warum diese Sichtweise von Pasteur falsch ist? Es gibt in der Natur nichts, das nicht in Synergie miteinander ist. Also für mich sind auch die Mikroben im Körper des Menschen, und das ist ja zu 99,999% ist das ja immer der Fall, dass die sind in Synergie im Körper, die arbeiten mit dem Körper, die machen ihre Aufgabe. Und auch in den ersten Moment, wenn irgendwas reinkommt, kommen zuerst die Mikroben. Man hat ja festgestellt, dass Bakterien ihre Art verändern können, also es ist nichts Fixes. Die kommen, die versuchen aufzuräumen, und wenn es halt den Bakterien nicht gelingt, also wenn der Körper, der Organismus zu schwach ist, dann kann es irgendwelche Probleme auslösen. Aber im ersten Moment sind nicht die Bakterien die Auslöser, auch nicht im zweiten Moment, die sind nie der Auslöser, sondern die kommen, um zu helfen. Das war eigentlich der Leomorphismus. Ich meine, da hinten steht ein Blumentopf, wenn ich da was reinstecken will, ein Samen, dann geht der auf, wenn der Wasser hat. Wenn ich den aber auf den Boden werfe, dann wächst er nicht. Es braucht also den entsprechenden Boden. Le microbe c'est rien, le terre c'est tout, hat ja auch Pasteur dann irgendwann mal gesagt auf seinem Totenbett. Und es braucht den Boden. Also der Mensch, der die Mikroben aufliest, was auch immer das ist, aufliest und die entsprechende Schwäche im Gewebe oder wo auch immer hat, der wird krank. Der andere, der dieselben aufliest, aber gesund ist, da ist, gut ernährt, positiv denken und so weiter, der wird nicht krank. Deswegen wird bei einer sogenannten Grippeepidemie auch immer nur ein winziger Bruchteil der Bevölkerung krank und der Rest, den schert es nicht. Ja, schau doch mal bei der Grippe, wer stirbt da? Das sind hauptsächlich die Alten und Schwachen. Aber die Menschen, die sterben, 18 Leute sind gestorben in der Schweiz. Sicher tragisch jeder Todesfall, aber die waren alle vorher krank. Das heißt, diese Grippe hat eigentlich nur noch das Fass zum Überlaufen gebracht. Das war nicht die Ursache, sondern ja, eben das letzte Tröpfchen im Fass. Und dementsprechend, wenn etwas auf nährhaften Boden fällt, dann kann es sich vermehren. Wenn nicht, dann nicht. Interessant an der Grippe ist, wie die durch Zahlenspiele gefährlicher gemacht wird. Beim Robert-Koch-Institut gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Influenza, die AGI. Und die berechnen das ganz einfach. Die nehmen die Wintersterblichkeit, ziehen davon die Sommersterblichkeit ab. Und was der Unterschied, das sind alles automatisch Grippetote. So kommt man dann auf einige 10.000 pro Jahr. Demgegenüber gibt es pro Jahr durchschnittlich in Deutschland 13 Influenza-Tote mit nachgewiesener Influenza-Infektion. Und das Durchschnittsalter liegt deutlich über 70 Jahren. Ja, das ist auch eine Variante, oder? Das ist präzise Wissenschaft, sage ich dir. Das ist präzise Wissenschaft. Präzise Mathematik, du kannst es gar nicht besser rechnen. Jenner und Pasteur sind nun schon eine ganze Weile tot. Warum werden die Massenmedien und auch die wissenschaftlichen Publikationen, warum dominiert immer noch diese 120, 130 Jahre alte Hypothese, das Denken von Medizinern und Öffentlichkeit? Hast du da eine Erklärung für? Ja, ist ganz einfach. Pasteur wurde ja vom Professor aus England, Samuel L. Geisen, überführt als quasi Lügner, Betrüger und so weiter. Jetzt stell dir einmal vor, dass die ganze Lehrgeschichte, die ganze Lehrmeinung, die jetzt aufgestellt ist, das ganze Lehrgebäude, wenn das plötzlich gesagt wird, Moment, Pasteur hat gelogen. Wir müssen das einbinden. Und wir müssen das, was tatsächlich Pasteur gemessen hat, weil er hatte seine Originalschriften, wenn man das alles ändern müsste, das würde eigentlich bedeuten, dass die ganze Infektionstheorie mit der Antikörpertheorie und so weiter umgeschmissen werden müsste. Und man müsste wieder zurück vor Pasteur und müsste den Pleomorphismus wieder anschauen und sich ernsthaft um den kümmern. Das würde bedeuten eigentlich, dass nicht die Mikroben krankmachend sind, sondern der Mensch. Das heißt, wir müssen den Mensch in seinem Ganzen stärken, damit er nicht mehr krank wird. Das heißt also, wir müssen ihn eigentlich gesund machen und gesund erhalten. Nur
Das ist natürlich ein Umsatzproblem. Das wäre ja unangenehm, weil erstens kann man dann nicht mehr auf jede Mikrobe mit Antibiotika oder Antiviralen oder Antimykotika einfach von oben draufhauen. Auf der anderen Seite müsste man dann auch thematisieren, was uns so an der ganzen Chemisierung unseres Alltags eigentlich tatsächlich krank macht. Und da die Leute, die uns durch Nahrung und so weiter krank machen, identisch sind mit denjenigen, die uns da dann Medikamente gegen diese Auswirkung verkaufen wollen, ist das dann natürlich ein riesengroßer Komplex, der nicht zusammenbrechen darf. Zentraler Glaubenssatz des Impfgedankens ist ja, dass die Einführung der Impfungen alle großen Seuchen ausgerottet hat oder zumindest stark reduziert hat. Nun gibt es zahllose Fakten gegen diese Behauptung. Nehmen wir uns doch mal den Fall Diphtherie in Deutschland und speziell in Berlin. Was kannst du uns zu diesem Thema sagen? Sehr interessant war, dass die Zahlen so vor dem Hitler-Regime, die Diphtherietotenzahlen stiegen an. Und dann kam Hitler und dann hatten sie eine Kumulation, ein sehr hoher Punkt, 3, 4, 45. Und ich meine, man braucht nicht große Geschichtskenntnisse, um zu sehen, was da abgelaufen ist. Nach 45 fielen die Zahlen massivst zurück. Bis zum Jahr 45 war die Impfpflicht gegen Diphtherie in Deutschland. Danach, nach Hitlers Untergang, nicht mehr. Und trotzdem fielen die Zahlen zurück. Ich meine, Deutschland war da am Boden, die Häuser waren zerbombt, es gab keine richtige Wasserversorgung mehr, die Kanalisation war kaputt und so weiter und so fort. Die Deutschen lebten damals im Elend. Also hat eine Krankheit wie die Diphtherie natürlich dann eine Chance, logischerweise. Das heißt, sind die Zeiten für den Menschen schlecht, sind die Zeiten für die Seuchen gut? Auf jeden Fall. War schon immer so, ist auch immer so und wird auch immer so bleiben. Und dann 45 keine Impfung, kein Geld dafür und die fielen um den Faktor 40 zurück. Analog Japan, wo gar nicht geimpft hat. Also auch da gibt es keine Unterschiede eigentlich zwischen den Toten. Jetzt wird natürlich nur dieser Abschnitt von 45 gezeigt, bis heute. Oder zum Beispiel, die Zahlen gingen ja alle zurück, bevor Impfungen eingeführt wurden. Und wenn man jetzt hier einbaut im Prinzip die Impfung und ab hier die Statistik zeigt, dann schneidet man das da vorne weg und dann sieht man, oh, Impfung hier, das geht ja runter. Aber dass da vorne schon runtergegangen ist, das sieht man nicht auf diesen Statistiken. Dass die Diphtherie eigentlich schon gar nicht mehr existent war, bevor die Impfungen eingeführt worden sind. Woher kommen denn diese Zahlen aus der Statistik, die ich jetzt mal gerade eingeblendet habe? Sind die Zahlen seriös? Woher kommen sie? Die hat Gerhard Buchwald damals noch zusammengetragen. Und zwar hat er die Zahlen aus dem Statistischen Amt Wiesbaden genommen. Das war einfach nur in Anführungs- und Schlusszeichen, waren das Statistiker. Die sammelten die Zahlen, führten die in Tabellen ein und hatten die Zahlen. Einfach nur nackte Zahlen vom offiziellen Statistischen Bundesamt und lediglich ein Kreuzchen dafür gemacht, wo die Impfungen angefangen Ganz genau. haben. Ohne irgendwelche Hintergrundinteressen. Genauso deutlich liegt der Fall eigentlich beim Keuchhusten in Deutschland. Dazu schauen wir uns jetzt mal eine Grafik an. Kannst du uns die mal eben erläutern, bitte? Auch hier sieht man ganz deutlich, dass die Impfung dann eingesetzt hat, wo im Prinzip die Krankheiten schon lange am Fallen waren. Also die Impfungen hatten keinen Einfluss. Was aber immer wieder interessant ist, bei vielen Statistiken sieht man, sobald die Impfung eingesetzt hat, sieht man einen kleinen Peak und da geht es wieder runter. Und dieser kleine Peak, das ist, weil etwas Neues an den Menschen geführt wurde. Das heißt, es gab also mehr Erkrankungen im Moment von dieser Neueinführung der Impfung. Und danach hat sich das dann wieder normalisiert. Also eigentlich könnte man sagen, dass die Impfungen hauptsächlich das völlige Aussterben der Krankheiten eigentlich herausgezogen hat. Auch die Masern waren eigentlich schon so gut wie ausgestorben, als die Impfung gegen Masern endlich eingeführt wurde. Ist eigentlich eine ganz absurde Geschichte. Wie war das mit den Masern damals? Kannst du uns diese Statistik, diese Kurve nochmal erläutern? Das ist dasselbe. Da fängt ganz, also die Masern sind wirklich fast zusammengefallen, fast auf null. Die Todesfälle, da geht es jetzt um die Todesfälle, fast auf null. Und dann diese Impfung. Und hier bei der Masernstatistik sieht man ganz deutlich dieser kleine Peak. Und dieser kleine Peak, das ist eben eine neue Impfung, ein neuer Erreger. Weil wir dürfen nicht vergessen, wenn wir mit dieser Gewalt, was ja da eingegriffen wird, auf diese Erreger reingehen, auf diese Erreger, dann verändern die mutieren, die verändern sich. Und viele werden pathologischer, also gefährlicher. Und dementsprechend haben wir dann auch A-Typen
von irgendwelchen Krankheiten, auch beim Impfen. Und auch hier eben, es ging von schon fast gegen null und da kam die Impfung. Es ist ja auch nicht so, dass wenn jetzt eine Infektionskrankheit wellenartig ausbricht, dass dann nur Ungeimpfte erkranken würden. Gibt es da ein paar Fälle, wo du uns erzählen kannst, gibt es da ein paar Fälle, die du uns nennen kannst, wo dann tatsächlich auch sehr viele Geimpfte erkrankt sind? Ich kann jetzt keine Jahreszahlen sagen, das müsste ich nachschauen, aber da gibt es ganz klar dokumentierte Fälle. Zum Beispiel Amerika hat ja die Impfpflicht. Und da gibt es Schulen, die sind zu 99% durchgeimpft. Und da kommt es immer wieder zu Masernepidemien. Statistiken werden nicht nur in Deutschland gefälscht, sondern auch in Frankreich. Du hast da in der Präsentation deines impfkritischen Vortrags einen schönen Fall aus Frankreich drin. Erzähl uns doch mal, wie die Franzosen so Statistiken fälschen. Das erste Bild, das ist eine schöne gerade Linie. Das ist das, was der Gesundheitsminister Poniatowski dazu mal gesagt hat. Schaut mal an, dank der Impfung Polio so und so zurückgegangen. Die Simone Delarue ist dem nachgegangen, hat gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Und wie wir jetzt auf der zweiten Grafik sehen, fängt eigentlich unten bei einem kleinen Kreis, fangen die Impfungen an und dann macht es einen Peak nach oben, fällt nochmal etwas ab und kommt dann in die Harmonie quasi mit der Impfstatistik von Poniatowski. Das heißt, sie haben einfach das, was ich vorhin schon gesagt habe, Impfung setzt ein und es geht nochmal auf, das haben sie einfach weggeschnitten und nur dann den Abfall genommen. Wäre also da nicht geimpft worden, wäre es ja direkt runtergegangen. Also wir hätten eine ganz andere Statistik. Und dementsprechend ist es eine klassische Fälschung einer Statistik. Tja, da fragt man sich, warum so viele Leute bei diesem System eigentlich mitmachen, wenn sich die ganzen Impfbefürworter eigentlich ihre Realität selber machen, was man auch als psychische Problematik irgendwie definieren könnte. Die scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben. Ja, wenn das Portemonnaie jedes Mal gut gefüllt ist, warum machst du dann nicht mit? Masern, Keuchhusten, Diphtherie sind ja keine Einzelfälle. Wenn man sich mal anschaut, wie sich die großen Seuchen im Laufe des 20. Jahrhunderts in Deutschland entwickelt haben, dann sieht man eigentlich immer dann, wenn es den Leuten schlecht ging, gehen die Seuchen hinauf. Und wenn es den Menschen wieder besser geht, dann geht es mit den Seuchen wieder bergab. Kannst du uns erklären, warum Dauerstress, Angst und Nahrungsmangel ein Nährboden für Seuchen sind? Was passiert durch diese negativen Faktoren innerhalb des Körpers, innerhalb der Seele? Wenn wir anschauen, wie die Impfungen uns verkauft werden, dann ist immer, da kannst du Gift drauf nehmen oder dich impfen lassen, ist dasselbe, aber da ist immer die Angstmacherei dabei, immer. Und die Angst, die macht ja auch energetisch, feinstofflich, macht die den Menschen manipulierbar, steuerbar. Es tut ihm die Energiehülle eigentlich zerstören irgendwann. Und demnach ist er auch durchlässig für die ganzen Geschichten, die rund um ihn herumlaufen. Einem ängstlichen Menschen kannst du sagen, dir fährt morgen der Himmel auf den Kopf und wenn er genügend Angst hat, dann geht er morgen nicht aus der Tür raus. Das heißt also, wir ziehen eigentlich mit unseren Ängsten, ziehen wir das an, wovor wir Angst haben. Hiob hat es ja gesagt, die Hiobsbotschaft, was ich fürchtete, ist eingetreten. Also genau das hat er angezogen, wo er vorher Angst gehabt hat. Und bei den Krankheiten ist es dasselbe. Die Schulmedizin kennt ja eigentlich auch den Fachbegriff des Hypochonder. Und der Hypochonder ist einer, der hat Angst vor den Krankheiten, dass die ausbrechen. Was passiert? Genau, die Krankheiten brechen aus. Aber nicht, weil er das gewusst hat, hellsichtige Fähigkeiten, sondern weil er dies mit Angst hergezogen hat. Weil die Gene, die sind in unserem Körper nicht stabil, die verändern sich. Die verändern sich nachweislich, Bruce Lipton, intelligente Zellen, verändern sich nachweislich aufgrund unserer Emotionen und Gedanken. Und wenn wir natürlich dies wissen, wenn das der Mensch wissen würde, dass seine Emotionen und Gedanken seine Gesundheit steuern, und wenn das auch umgesetzt würde im ganzen Präventionsprogramm von den Ländern, dann würde das anders aussehen mit den Krankheiten, aber auch mit dem Umsatz der Pharma. Und insofern ist es kein Wunder, dass in Zeiten, wo die Menschen unter großem Stress stehen, dass da die Seuchen irgendwie so herrlich grassieren, weil unter Stress hat der Körper andere Sachen zu tun, als das System sauber zu halten. Da geht es ums nackte Überleben. Ja, ja, klar. Aber es ist nicht nur das. Ich meine, wir hatten ja nicht immer Krieg zum Glück, sondern als es anfing mit der Hygiene, dass die verbessert wurde, also Kanalisation zum Beispiel im Zusammenhang mit Polio, da gingen die Polio-Krankheiten
sehr schnell zurück. Hygiene ist eigentlich der Begriff oder ist eigentlich die Maßnahme, um wirklich Krankheiten auszurotten oder zumindest zum Verschwinden oder Verkleinern zu bringen. Das Problem ist, dass man ja das in den dritten Weltländern eigentlich machen müsste, denn müsste man sauberes Wasser, genügend Ernährung und Hygiene geben und keine Impfstoffe. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wohin Bill Gates sein Geld pumpt, dann ist es nicht in sauberes Wasser oder eine funktionierende gesundheitliche Infrastruktur, sondern da gibt es halt Impfstoffe oder AIDS-Medikamente oder ähnliche Geschichte. Aber das, was eigentlich gemacht werden müsste, wird wohlweislich nicht gemacht, bringt ja auch kein Geld. Richtig. Ein sehr typischer Fall, wie das gesamte Gesundheits- oder besser gesagt das Krankheitswesen damit umgeht, wenn es Probleme mit einem Impfstoff gibt, ist der Fall des Sechsfach-Impfstoffs Hexavac. Da kam es ja zu sehr, sehr vielen Todesfällen bei Säuglingen. Dann hat man den einen der beiden Sechsfach-Impfstoffe vom Markt genommen. Kannst du uns die Geschichte mal ein bisschen mehr Details zu dieser Geschichte geben? Hexavac wurde eingeführt, natürlich mit den Studien der Hersteller. Die sind schon mal ein bisschen eher zu hinterfragen. Und dann gab es wirklich die ersten größeren Probleme, Todesfälle. Dann wurde der kurzzeitig zurückgezogen. Es gab dann Studien quasi vom Hersteller, der wurde dann verdonnert dazu, die Studien selbst zu bezahlen. Und ist eigentlich ein Affront gegen den gesunden Menschenverstand. Das heißt, die Studien, die dazu dienen sollten, zu überprüfen, warum so viele Säuglinge an der Sechsfachimpfung gestorben sind, wurde von den Impfstoffherstellern selber bezahlt. Ja, dann ist es ja auch nur fair, wenn die dann auch das reinschreiben, was ihnen damals gepasst hat. Klar. Machen sie ja heute auch mit den anderen Studien noch. Aber da ist es wirklich ein Afro, ich kann es nicht anders sagen. Signifikant bei dem Hexavac-Skandal ist ja gewesen, dass die Säuglinge stark geschwollene Gehirne hatten und daran auch irgendwie gestorben sind. Nun berichten sehr viele Eltern darüber, dass ihre Kinder nach Impfungen nachts schreien, nächtelang schreien. Kann es sein, dass diese Hirnschwellungen nicht nur in Extremfällen von ein, zwei Impfstoffen herbeigeführt werden, sondern dass viel mehr Impfstoffe diese schmerzhafte und traumatische Situation herbeiführen? Durchaus. Wenn man sieht, was für Gifte das da drin sind, durchaus möglich, dass das von dem zugeführt wurde. Das Problem ist einfach, dass sich da auch der Hersteller wieder selber schützt. Im Prinzip, wenn die Nadel noch steckt und du kollabierst mit der Nadel in der Schulter oder wo auch immer, dann ist es ein eindeutiger Impfschaden. Sobald die Nadel draußen ist, wird es eigentlich dem Zufall übergeben. Das ist etwa dasselbe wie deine Versicherung. Du wirst angefahren vom Auto, die spickt es 5 Meter weg und du landest auf dem Beton. Und die Versicherung sagt, durchaus, Herr Leitner, Sie wurden angefahren vom Auto, aber das Aufschlagen auf dem Beton, das hat nichts mit dem Unfall zu tun, sondern ist rein zufällig. Die Nebenwirkungen sind da, sonst gäbe es ja auch die Beipackzettel nicht. Die Beipackzettel kriegen Eltern in der Regel ja bedauerlicherweise leider so gut wie nie zu sehen, oder? Müssten sie aber. Wäre eigentlich gesetzliche Grundlage des Arztes, die Eltern aufzuklären über Risiken und Nebenwirkungen und nicht nur über das, was er gerne erzählen will. Welche Nebenwirkungen stehen in Impfungen so ungefähr drin, wenn du uns jetzt mal so einen kleinen Überblick verschaffst? Von kleinen Rötungen, von Fieber, von abgeschwächter Impfkrankheit bis hin zu Bronchitis, bis zu schrilles Schreien und je nach Land steht dann noch drin, schrilles Schreien und plötzlicher Kindstod. Also es steht wirklich von ganz im Prinzip nichts Schwerem bis zum Tod steht alles drin. Wir haben eingangs in dem Ausschnitt von Klaus Hartmann gesehen, welche Auswirkungen die Metalle in den Impfungen auf die Hirnentwicklung der Kinder haben. Nun haben wir eine ganze Fülle von Stoffen, die in Impfstoffen zugelassen sind. Was passiert immunologisch, wenn man mit dieser Giftmischung konfrontiert wird? Wobei es ist ja nicht jeder davon betroffen, aber es sind relativ viele Leute davon betroffen, weil seit den 70er Jahren, wo das Impfen explodierte, vorher war das ja kaum ein nennenswertes Geschäft für die Pharmakonzerne, seitdem ist die Zahl der Allergiker ja in einem Wachstum fast analog zu den Aktienkursen der Pharmakonzerne. Was machen diese Gifte immunologisch?
Wenn wir mit einem Bakterium konfrontiert werden, dann kann das Immunsystem normal arbeiten, respektive reagieren. Weil ein Bakterium ist ein lebender Organismus. Was Viren sind, das ist ja eher eine Frage, aber Bakterium. Auch bei Würmern und so weiter, da kann das Immunsystem sagen, aha, guten Tag, du bist der und der, okay, dich wollen wir nicht, dich schmeißen wir raus. Bei den Giften ist es etwas anders, denn die Gifte sind ja nicht lebend. Das sind ja eigentlich anorganische Stoffe, tote Stoffe, ich sage es jetzt mal so, tote Stoffe. Und da kann der Körper nicht so reagieren, er kann keine Immunität aufbauen gegen die, sondern er muss damit eigentlich über normale Immunantwort in Form von makrophagischer oder Phagozytose-Tätigkeit, also die Fresszellentätigkeit, muss er versuchen, diese Stoffe zu eliminieren. Wenn das nicht geht, wenn er die nicht angreifen kann, weil die zu komplex sind oder was auch immer, dann versucht er sie abzulagern. Also zum Beispiel Fettzellen sind ein Sondermülldepot, kann man dem so sagen. Und deshalb lagern da drin sehr viele dieser Stoffe. Und das Problem ist, und du hast es angesprochen, diese vermehrten Impfungen, das Problem ist, dass bei Kleinkindern erst ab dem 4. Monat die Blut-Hirn-Schranke geschlossen ist. Das heißt, davor gehen alle Giftstoffe ungefiltert. Ja, das heißt, die ersten zwei Impfungen, 2. und 4. Monat, die gehen ungefiltert ins Hirn rauf. Es gibt danach auch andere Impfstoffe, Inhaltsstoffe, die die Blut-Hirn-Schranke öffnen können und so auch das Gift durchlassen. Aber ganz sicher, also die ersten zwei sind sicher auch das Schwierige und das Kind. Das heißt, im Moment, in Impfungen sind Stoffe drin, die ganz gezielt die Blut-Hirn-Schranke öffnen. Das heißt also, da gibt es, das ist geplant, dass diese Impfstoffe ins Hirn vordringen. Was wollen die denn im Gehirn? Aber was nimmst du denn da an, Michael? Das ist doch nicht geplant, das ist doch rein zufällig. Die also rein zufällig, das ist rein zufällig. Entschuldigung. Nein, das ist wirklich ein Problem, das gibt es wirklich Stoffe. Das ist ja ähnlich wie Aspartam und Glutamat, um nicht nur auf den Impfungen rumzureiten, die haben ja auch die Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke durchzudringen. Und vom Formaldehyd, Aluminium, vom Quecksilber wissen wir, die sind gentoxisch, das heißt, sie können die Gene verändern. Und wir haben heute eine Zunahme von hyperaktiven Kindern, von verhaltensauffälligen Kindern, Legasthenie, Epilepsie und so weiter. Das sind alles Hirnfehlfunktionen, die nicht zufällig sein können. Die es schon immer gab, aber wo die Fallzahlen noch vor 40 Jahren nur ein Bruchteil dessen gewesen sind, was heutzutage auftritt. Deshalb hat es da auch keinen interessiert. Heute hat das eine Größe angenommen, da haben die Interesse an dieser Krankheit. Zentraler Punkt des Impfgedankens ist ja das etwas eindimensionale Bild, dass jeder Antikörper für ein bestimmtes Antigen zuständig ist. Antigene, das sind Giftstoffe oder halt Mikroben. Und der Impfgedanke sagt, also Antikörper sind spezifisch. Das heißt, eine Sorte Antikörper ist immer auf ein Antigen gerichtet. Das Ganze ist ja eigentlich ziemlicher Unfug, wenn man sich mal anschaut, wie der zum Beispiel der Bluttest, der Antikörpertest auf pfeifersches Drüsenfieber entwickelt wird. Der wird mit einer Kultur von Menschenblut hergestellt, das mit Pferdeblut konfrontiert wird und dann fängt diese Kultur von Menschenblut an, genau die gleichen Antikörper zu bilden wie gegen pfeifersches Drüsenfieber. Also offensichtlich ist es der Schulmedizin wohl bekannt, dass Antikörper überhaupt nicht spezifisch sind. Was bedeutet das für den Impfgedanken? Also mal grundsätzlich gegen Toxine, gegen Gifte, kann der Körper keine Antikörper produzieren. Wir können nicht immun werden gegen Gifte, geht nicht. Also gegen ein Toxin vom Tetanusbakterium oder Diphtheriebakterium ist keine Immunität möglich. Gegen die anderen Bakterien und so weiter, die anscheinend in den Impfungen drin sein sollen, aber wenn man anschaut, Pertussis acellulär, das heißt, es ist nur ein kleiner Bestandteil von etwas weggeschnitten, da fängt das Immunsystem auch gar nicht an zu reagieren. Es kann nicht reagieren. Worauf auch? Es braucht einen lebenden Organismus, den es aufnehmen kann und sagen, okay, gut, du siehst so und so aus, diese Spezifikationen, da können wir es dagegen machen. Aber ansonsten ist das nicht möglich. Das heißt also, die ganze Antikörper-Antigen-Theorie, das ist eine reine Theorie. Die ist nicht bewiesen, weil es gibt ja Menschen, die haben die Antikörper, erkranken nicht. Dann gibt es Menschen, die haben keine Antikörper, erkranken auch nicht. Dann gibt es aber Menschen, die haben Antikörper und erkranken trotzdem. Und wenn man sich noch einmal die Tatsache anschaut, dass die Impfviren alleine keine Antikörperreaktion machen,
sondern nur eine Antikörperreaktion, wenn die ganzen Gifte mit zugemischt werden, eine Antikörperreaktion machen, dann ist eine Frage, besteht ja zu Recht die Frage, ob die Pharmaindustrie Antikörper gegen an Gifte gebundene Eiweißbruchstückchen irgendwie züchtet. Der geplante Impfzwang in der Schweiz wird von 4 Säulen gestützt. Du hast das in einer Grafik sehr schön dargestellt. Jede einzelne Säule ist eine Maßnahme, die, sag ich jetzt mal, den Impfgedanken auf Zwangsbasis stützt. Säule Nummer 1 sind die Änderungen am Epidemiegesetz. Wo wird da dran geschraubt gerade? Das ist Artikel 6, 7 und 22. Und da wird eigentlich dem Bund und den Kantonen wird die Macht gegeben, obligatorische Impfungen einzuführen. Das heißt also, der Bund kann aufgrund von einer Bedrohungslage von außen, wobei ich da sehe als Bedrohungslage hauptsächlich die Äußerungen der WHO, kann er diese Impfpflicht einführen, zum Beispiel. Oder er kann sagen, das Pflegepersonal, das muss sich nun gegen Grippe impfen, weil das ist eine Gefahr für die Menschen, die in ein Spital kommen und zum Beispiel die Grippeimpfung nicht haben. Die können ja angesteckt werden. Das heißt, das Epidemiegesetz wird jetzt so geändert, dass die massenhafte Impfverweigerung wie zu Zeiten der Schweinegrippe in Zukunft nicht mehr möglich ist? Genau. Damals hatte die WHO ja extra die Pandemiedefinition so weit geändert, dass jetzt auch ein länderübergreifender Schnupfen den Pandemiefall und automatisch die Bestellung von Impfstoffen auslöst. So soll das Ganze laufen, schön zentralisiert über die WHO. In Genf hustet einer einmal kurz und sagt, hu, schrecklich, oder drückt einmal kurz auf den Panikknopf und schon können die Schweizer Kantone dem Pflegepersonal die Impfungen vorschreiben? Im Prinzip schon. Es wird schon abgewiegelt und gesagt, ja, es braucht wirklich große Maßnahmen und so weiter. Aber wenn man sieht, dass eine Weltorganisation, die WHO, einfach die Pandemiestufendeklaration verändern kann, nur damit sie durchkommen mit diesen Impfungen, dann ist das auch für den Bundesrat nicht schwer zu sagen, ja, das ist jetzt eine große Maßnahme oder ein großes Gefahrenpotenzial, da müssen wir unbedingt was tun. Vielleicht eben, weil vielleicht tust du dann nicht einer, sondern zwei in Genf. Und das ist wirklich eine reine Definitionsfrage. Das Gesetz ist sehr, sehr gummig, das hat keine Griffigkeit. Säule Nummer 2 ist eine Einschränkung der Rechte. Eure Bundesverfassung hat in Artikel 36.1, da wird die Selbstbestimmung ein bisschen eingeschränkt, und zwar dann, wenn unmittelbare Gefahr droht. Dieser Artikel 36 ist die Büchse der Pandora. Weil mit diesem Artikel kann im Prinzip der Rechtsstaat Schweiz oder die uns vertreten da rechtsstaatlich, die können damit die Artikel 7 bis 35 aufheben. Das heißt, unsere Menschenrechte können mit diesem Artikel aufgehoben werden. Also meine Selbstbestimmung, ich lasse mich nicht impfen, kann damit aufgehoben werden. Es braucht aber eine gesetzliche Grundlage, damit dieser Artikel 36 greift. Und die sind jetzt am Erarbeiten mit diesem überarbeiteten Epidemiegesetz. Wenn das reinkommt, haben sie die gesetzliche Grundlage. Säule Nummer 3 sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden in der Regel in Studien gewonnen. Wo liegt es bezüglich der Pro-Impf-Studien? Was liegt da alles im Argen? Es gibt ja viele Argumente, die wir Impfkritiker immer wieder vorbringen. Und wir werden bereit, mal mit diesen ganzen Argumenten an den Tisch zu sitzen, mit der sogenannten Impfwissenschaft. Einfach denen mal die Argumente sagen, hey, gebt uns bitte die wissenschaftlichen Beweise. Zum Beispiel verlangen wir schon lange einen wissenschaftlichen Studienbeweis, dass Geimpfte nicht mehr Ausscheider sind von den Erregern, wogegen sie geimpft sind. Das heißt also, dass Geimpfte nicht mehr gefährlich sind für andere Menschen. Das ist ja das Ziel eigentlich der Massenimpfung, dass man halt die Weitergabe dieser Mikroben unterbricht. Gibt es nicht. Diese Studie gibt es nicht. Ich habe die verlangt im Zusammenhang mit meiner Tochter, die eigentlich geimpft werden hätte sollen am Spital. Und meine Tochter, wir haben dann geschrieben, gebt uns diesen Beweis.
Dann sehen wir weiter, es wurde nie gebracht, dieser Beweis, oder es wurde nie erbracht, dieser Beweis. Sie musste sich schlussendlich auch nicht impfen lassen. Punkt 2 ist, ich möchte endlich mal einen einzigen bewiesene Impfwirkung. Das heißt, ein Mensch, der vollständig durchgeimpft wurde, schön brav, und aufgrund dieser Impfungen nachweislich, wissenschaftlich nachweislich, nicht an einer der geimpften Krankheiten erkrankt ist. Das heißt, dass ich werde Grippe geimpft, werde danach irgendwie mit Grippe infiziert und ich werde nicht krank. Gibt es nicht einen. Also das heißt, es gibt nicht eine bewiesene Impfwirkung. Nicht eine. Und so weiter. Und wenn man sieht, wie die Studien gemacht werden, wie wir vorhin gehabt haben, die Studien dürfen bezahlt werden von den Herstellern. Das Doppelblindstudie, gab es eine, die war so schlecht, gibt es keine mehr. Doppelblindstudien würden eigentlich die Wirkung aufzeigen, auch die Nebenwirkungen. Man macht natürlich keine mehr, weil man Angst hat, dass die Impfung dann sehr, sehr schlecht wegkommt. Säule Nummer 4, auf denen der Schweizer Impfzwang aufgebaut wird, ist die Einschränkung von direkter Demokratie. Also ein Zwang, die Impferei wird eingeführt ohne Volksbefragung. Ist das nicht verdammt unschweizerisch? Ja, absolut. Deshalb sind wir auch im Opponieren dagegen. Weil, ach übrigens, ich möchte noch zurückgehen, 130 Jahre zurück, weil da hat es genau dieselbe Situation gegeben mit der Pockenimpfung. Genau dieselbe. Bundesrat, Ständerat und Nationalrat haben Ja gesagt zum Impfzwang. Es wurde das Referendum ergriffen. Das wurde ohne Probleme, also eine dreifache Stimmenanzahl fast hatten die. Und das Volk lehnte danach den Impfzwang mit 70% ab. Weil auch da in diesem Bereich das Schweizer Volk übergangen worden wäre. Und das lässt sich der Schweizer nicht so einfach gefallen. Und deswegen wird er diesmal gar nicht erst gefragt? Wurde auch da nicht gefragt. Aber wir machen es, dass das Volk gefragt wird, weil wir haben in der Schweiz noch das Initiativrecht. Wir haben die freie, einigermaßen freie Demokratie. Wir können also noch sagen, hey, Moment, stopp, meine Lieben da oben, so nicht. Und das geht mit dem Referendum. Und damit wird es dann vors Volk kommen und das Volk wird gefragt werden müssen. Es ist absolut gegen die freie Demokratie. Kannst du uns beschreiben, was ihr im Moment gerade unternehmt, um diese Zwangsgeschichte aufzuhalten? Genau das, was wir jetzt hier machen, Information. Wir möchten das Volk informieren, wir möchten, dass diese Informationen rausgehen, wir möchten, dass das Volk erfährt. Wir haben Flyer gedruckt, wir machen Vorträge, wir machen, über die normalen Medien kommen wir nicht rein, weil die sind mehr oder weniger gesteuert. Die reagieren auch nicht auf unsere Anfrage, zum Beispiel, gebt uns mal einen Beweis, eben dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind und so weiter und so fort, die reagieren gar nicht. Wir können nur übers Volk gehen, das ist die einzige Variante. Kann man auch bei euch mitmachen, um das Wegimpfen der direkten Demokratie und der Selbstbestimmung zu verhindern? Ja, das kann man auf jeden Fall. Wir sind ein Verein nach OR in der Schweiz, nach Obligationenrecht, kann jeder Mitglied werden. Wir haben die Mitgliederzeitung, wir haben auch einen Rechtsschutz im NI drin, im Netzwerkimpfentscheid. Man kann auf jeden Fall mitmachen und man kann bei uns Flyer bestellen in fast jeder beliebigen Menge. Wir sind aber auch dran, Gelder zu sammeln, weil das Problem ist, Referendum geht noch, das kriegen wir noch hin, aber wenn es zur Abstimmung kommt, dann braucht es enorm Geld, weil dann müssen wir wirklich große Arbeit machen und da sind wir am Gelder sammeln, das kann ich ganz offen sagen, also wenn irgendwo ein Onkel in Amerika, ein Reicher irgendwo, wir nehmen gerne ein bisschen. Schauen wir uns mal die Strategien der Pharmaindustrie an. Es fängt ja an, das erste Mal, wo sie Zugriff aufs Leben haben, das ist vorgeburtliche Diagnostik. Direkt, wenn Leben geboren ist, wird dann mit Impfstoffen die Seele und Körper krank machen. Damit wird gearbeitet. So kommen dann, werden dann halt Menschen quasi gemacht, die an Seele und Körper krank sind, die also Zeit ihres Lebens häufiger abhängig sind von Medikamenten, und wenn wir dann irgendwann gestorben sind, dann wollen sie noch unsere Organe haben, um die anderen Menschen einzupflanzen. Hat die Pharmaindustrie tatsächlich so eine allumfassende Kundenbindung, wie ich das gerade geschildert habe, oder würdest du mir da widersprechen? Je mehr der Mensch in die natürlichen Begebenheiten, die natürlichen Rhythmen eingreift, desto schlimmer wird es. Der Mensch, der intelligente, studierte Mensch hat das Gefühl, er kann die Natur begreifen. Ist nicht möglich. Denn der Mensch ist ein Stück der Natur. Er gehört, er ist ein Kind der Natur.
Und er hat mit diesen Rhythmen, oder er kann mit diesen Rhythmen, muss ja nicht, er hat ja den freien Willen, aber er kann mit diesen Rhythmen leben, er kann sie zu eigen machen, er kann damit wirklich sehr gut umgehen und gesund bleiben. Er kann sich aber auch gegen die Natur stellen und wird halt dann einfach krank. Und die Pharma stellt sich gegen die natürlichen Rhythmen, weil sie heilen nicht, sondern sie tun ja eigentlich nur die Symptome unterdrücken. Und das ist wie am Auto das Öllämpchen, wenn du das ignorierst, dann krachelt es irgendwann mal vorne im Motor. Du kannst aber auch das Kabel durchschneiden oder das Lämpchen sonst wegmontieren, passiert dasselbe. Aber wenn man halt mal schauen geht, okay, Öl nachfüllen, dann ist das Problem behoben für die nächsten 50.000 Kilometer, wenn kein Ölleck da ist. Und sonst muss man das halt stopfen. Aber es wird eigentlich nur das Symptom kopiert und das gibt die großen Probleme. Und das ist für mich das Grundproblem von der heutigen Schulmedizin. Wir können mit Kügelchen, Homöopathie oder so, können wir keinen offenen Beinbruch heilen. Können unterstützen, aber der muss operiert werden. Es gibt lebensbedrohliche Krankheiten. Da müssen wir noch definieren, wann es lebensbedrohlich ist. Das wird heute auch übertrieben. Aber da braucht es vielleicht mal Schulmedizin. Diese Dinge sind okay. Aber einmal Husten, einmal Antibiotika. Nochmal Husten, nochmal Antibiotika. Das Schlimmste, und das frage ich mir einfach, was läuft da ab? Eine Mutter hat angerufen, hat gesagt, ihr Kind hat schon 22 Mal Mittelohrentzündung gehabt, 22 Mal Antibiotika. Ich weiß nicht, wo der Arzt dahin studiert. Spätestens nach dem dritten, vierten Mal müsste er sagen, ups, tut mir leid, Sie müssen was anderes machen. Nein, 22 Mal. Tja, was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum hält er uns auf das Erlebe zwischen beiden in der Schwebe. Lassen Sie sich nicht impfen. Unternehmen Sie etwas gegen den Impfzwang. Wir werden die Internetadressen gleich noch einblenden. Daniel, ich danke dir für dieses Gespräch und wünsche dir und euch viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Bis bald.